Herzlich willkommen zu meinem Masterplan hier aus dem Kunstmuseum Bochum. Mein Name ist Sascha Friesecke. Ich bin Assistant Professor for Digital Innovation an der Freien Universität Amsterdam, wo ich im Kinn Center for Digital Innovation arbeite und forsche. Wir sind wahrscheinlich in Europa das größte Forschungsinstitut, was sich mit dem Thema Digitalisierung für Innovationen, für Organisationen auseinandersetzt. Außerdem bin ich noch assoziierter Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. In meiner Forschung beschäftige ich mich in erster Linie damit, was die Digitalisierung bedeutet, wenn wir Neues erzeugen. Wie entsteht eigentlich Neues im Zuge der Digitalisierung? Und das gucke ich mir in ganz unterschiedlichen Settings an. So gucke ich mir beispielsweise an, wie Forschung selber sich verändert durch die Digitalisierung. Aber ich gucke mir auch an, wie Kreativitätsprozesse sowohl von einzelnen Menschen als auch von Organisationen, dann nennen wir das Innovation, sich durch die Digitalisierung oder im Zuge der Digitalisierung verändern. Ich bin ursprünglich studierter Wirtschaftsingenieur. Das heißt, ich habe in meiner Ausbildung von Anfang an gelernt, zwischen Leuten aus unterschiedlichen Fachgebieten zu vermitteln und mir so viel Mühe in meine Arbeit zu geben, dass sie mich zumindest so ernst nehmen, dass sie mit mir arbeiten. Und das mache ich eigentlich bis heute genauso weiter, dass ich mir immer wieder Themen, in dem Fall die Digitalisierung, aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Teams angucke. Man nennt das auch interdisziplinäre Forschung. Und in meiner Funktion, dass ich über die Digitalisierung forsche, werde ich immer wieder zu Events eingeladen, wo es irgendwie um digitale Transformation geht. Ich nehme an, dass irgendjemand entscheidet, sie brauchen jemanden, der so ein bisschen nerdig aussieht und von der Uni kommt. Und dann sagen sie sich, der Friesecke, der redet doch gerne, laden wir den mal ein. Und dann erzähle ich was, aber die meiste Zeit sitze ich rum, sitze im Publikum und andere Menschen erzählen was und ich höre zu. Und da fällt mir immer wieder auf, dass die so Allgemeinplätze erzählen zur Digitalisierung, die wissenschaftlich nicht so ganz haltbar sind. Und dann sage ich mir, Entschuldigung, das stimmt doch eigentlich überhaupt nicht, das ist doch Quatsch. Und dann gucke ich mich rechts und links um und alle applaudieren frenetisch und sagen, genau so muss es gemacht werden, das ist die Lösung zur Digitalisierung. Und heute mit euch möchte ich in meinem Masterplan zum Thema Mythen der Digitalisierung genau über diese Themen sprechen, über diese Allgemeinplätze, die immer wieder behauptet werden und wo ich sage, da können wir wissenschaftlich, sollten wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, bevor wir damit arbeiten. Eine ganze Menge vorbereitet. Als allererstes möchte ich mit euch darüber sprechen, dass die Digitalisierung die Gesellschaft verändert. Das hat sicher jeder schon mal gehört, das wird immer wieder behauptet. Und meinen Freunden aus der Techniksoziologie drehen sich da gerne die Fußnägel hoch, weil in diese Behauptung, Digitalisierung verändert die Gesellschaft, da steckt eine Kausalität drin. Das Bild dahinter ist eigentlich, wir haben eine Art Pendel dieser Digitalisierung, die knallt gegen die Gesellschaft und verändert die Gesellschaft. Das Bild, was da vermittelt wird, das nennt sich auch Technikdeterminismus. Das ist nämlich die Veränderung, die eine Technologie hervorruft, in der Technologie selber versteckt ist. Das heißt, wenn wir die Technologie richtig verstehen, dann verstehen wir auch, wie die Veränderung in der Gesellschaft aussehen wird. Das ist so ein bisschen die generelle Unterscheidung zwischen etwas, was kompliziert und komplex ist. Kompliziert, das können wir uns vorstellen wie die Waschmaschine. Wenn wir in der Waschmaschine, das ist irgendwie eine relativ komplizierte Maschine, wenn wir jedes einzelne Teil verstanden haben, dann wissen wir, wie die Waschmaschine funktioniert und dann können wir auch vorhersagen, was passiert, wenn wir sie mit Wäsche füllen. Digitalisierung ist aber keine komplizierte Maschine, sondern ist sehr komplex mit der Gesellschaft verwoben. Man muss sich das vorstellen wie einen Teppich. Ich kriege die Digitalisierung nicht mehr aus der Gesellschaft, ich kriege die Gesellschaft nicht aus der Digitalisierung. Und damit habe ich es wahnsinnig schwer vorherzusagen, wie Technologie tatsächlich eingesetzt wird, was die Digitalisierung irgendwie macht. Anschauliches Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, ist soziale Medien. Vor 5, 6 Jahren war der arabische Frühling und da wurde überall getitelt, Digitalisierung, soziale Medien, das sind die Retter der Demokratie. Dann hatten wir vorletztes Jahr diese amerikanische Wahl von Trump und es kommt immer mehr raus, dass irgendwie soziale Medien dabei eine größere Rolle gespielt haben, als man am Anfang angenommen hat. Und jetzt wird getitelt, soziale Medien, die größte Gefahr der Demokratie. Daran sieht man ganz gut, dass eigentlich dieses Verhältnis von Digitalisierung zu Gesellschaft eben nicht das eines Pendels ist, einer Kausalität, sondern das viel stärker wie ein Teppich ineinander verwoben ist. Und in dieser Behauptung, Digitalisierung verändert die Gesellschaft, steckt auch so eine Machtvermutung. Es behauptet nämlich eigentlich, die Leute, die die Digitalisierung haben, sind die Leute, die die Veränderung hervorrufen und alle anderen müssen eigentlich ohnmächtig zuschauen. Und es klingt auch so ein bisschen so, als würde Technologie so eine Art Selbstzweck haben, dass die Technologie aus sich heraus eine Veränderung
provoziert. In Wirklichkeit ist dieses Verhältnis eben viel verwobener und eigentlich nutzen Menschen Technologien für ihre Zwecke. Und es gibt Menschen, die haben vielleicht sehr positive Zwecke und dann setzen sie soziale Medien dafür ein. Und es gibt Menschen, die haben sehr negative Zwecke und auch dann setzen sie soziale Medien dafür ein. Das heißt, wir müssen Abstand davon nehmen, zu behaupten, Digitalisierung verändert die Gesellschaft und uns eher darüber Gedanken machen, was denn unsere eigene Aufgabe und Rolle ist und wie wir selber Digitalisierung so einsetzen können, dass wir die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Ein Beispiel, eine Behauptung, die ich immer wieder in diesem Kontext höre, ist, wir brauchen jetzt eine App. App können wir durch jede andere Technologie ersetzen. Wenn wir an der Uni Produktentwicklung unterrichten, dann schneiden wir eigentlich ein Semester in 3 Drittel. Und im 1. Drittel beschäftigen wir uns nur damit, zu erklären, wie man eigentlich Probleme versteht. Dann schicke ich Studenten raus, dass sie mit Leuten Interviews führen sollen, dass wir die beobachten sollen, dass wir wirklich verstehen, was ist ein Problem, das wir lösen können. Und im 2. Schritt schaut man sich an, was sind all die Technologien, die es gibt, die möglicherweise eine Veränderung hervorrufen können, die wir möglicherweise benutzen können. Und dann im 3. Schritt versuchen wir das aus, machen das iterativ so lange, bis die Lösung, die wir entwickelt haben, und das Problem so ineinander klacken wie Zahnräder, dass das wirklich funktioniert. In der Digitalisierung sehe ich immer wieder, dass Leute diesen Grundsatz der Produktentwicklung einfach über Bord werfen und sagen, das brauchen wir alles nicht mehr, wir brauchen jetzt eine App, wir brauchen jetzt Blockchain, wir brauchen jetzt irgendwie eine bestimmte Technologie, haben nicht wirklich ein Problem und versuchen dann diese Technologie irgendwie zu bespielen. Ich habe in den letzten Monaten mit so vielen Firmen geredet, die irgendeine Innovation für Blockchain haben, die ganz oft ins Stottern kommen, wenn man sie mal dazu anspricht, was denn eigentlich genau das Problem ist, was sie lösen. Ganz illustratives Beispiel dazu sind die deutschen Kfz-Versicherer, die vor ein paar Jahren alle auf die Idee gekommen sind, dass sie eine App für den Schadensfall brauchen. Das heißt, irgendjemand hat sie beraten, wahrscheinlich jemand, der Apps verkauft, und hat dann Apps entwickelt für Kfz-Versicherer. Jetzt stellt sich aber raus, dass so ein Autounfall ein relativ emotionales Erlebnis ist. Wir haben so 1 bis 2 Mal im Leben statistischen Autounfall. Sehr emotional, wir sind aufgewühlt. Und es stellt sich raus, dass der erste Impuls von jemandem, der in einem Autounfall verwickelt ist, nicht ist, in den App Store zu gehen, um zu gucken, ob es für diesen Fall eine App gibt. Das heißt, das Problem, was gelöst werden sollte, trifft eigentlich nicht genau auf die Technologie. Ich glaube, was wichtig ist, bei diesen Themen mitzunehmen, ist, dass wir, wenn wir uns über Digitalisierung unterhalten, nicht wirklich Zaungast sind, zugucken müssen, wie die Digitalisierung etwas verändert, sondern dass die Digitalisierung eigentlich viel stärker ein Aushandlungsprozess ist, eine Diskussion. Etwas, was hier funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig auch woanders. Das heißt, das einfache blinde Kopieren einer Technologie, nur weil die gerade in ist, führt ganz oft zu Problemen, weil wir uns nicht wirklich ausreichend damit auseinandergesetzt haben, wie diese Technologie denn eigentlich funktioniert und welches konkrete Problem die für uns lösen kann.